Wir werden alle sterben. Klar, ist jetzt ein Downer zum Start von mir, aber statistisch gesehen ist das leider sehr sicher. Die Frage ist natürlich nur, wann sterben wir? Die Lebenserwartung ist in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer weiter angestiegen. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist sie aber zurückgegangen. Was bedeutet das für Kinder, die heute geboren werden oder auch für uns persönlich? Und wie lange haben du und ich statistisch gesehen noch zu leben? Wir liefern euch die Antworten. Ich bin Philipp und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zweifelsfrei. Wir erklären euch Zahlen und Statistiken. Um all die Fragen auch beantworten zu können, müssen wir ganz kurz über den Begriff Lebenserwartung sprechen. Wir beziehen uns hier im Video auf die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt. Und die ist gar nicht so leicht zu berechnen. Das Statistische Bundesamt macht das auf Basis von sogenannten Sterbetafeln. Das sind Tabellen, in denen für jedes Alter die Wahrscheinlichkeit aufgelistet ist, auch noch das nächste Lebensjahr zu erreichen oder eben auch nicht. Ein Mann, der 20 Jahre alt ist, der erreicht zum Beispiel mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit auch das nächste Lebensjahr. Bei einem Mann im Alter von 95 ist das nur noch zu 70,8% der Fall. Dabei wird sich am häufigsten die sogenannte Periodensterbetafel angeguckt. Und wie der Begriff schon spoilert, deckt die eine bestimmte Periode oder Zeitspanne ab, beispielsweise ein Kalenderjahr. Also alle, die in dem Zeitraum verstorben sind, werden gezählt und ins Verhältnis zu denen gesetzt, die noch leben. Und daraus ergibt sich dann für jede Altersstufe eine Sterberate. Ja, und die wird anschließend auf die Neugeborenen übertragen, um die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt zu berechnen. Also die durchschnittliche Lebenserwartung entspricht der Anzahl der Jahre, die eine Person im Durchschnitt noch zu leben hat. Aber, und das ist jetzt wichtig zu wissen, nur wenn die Bedingungen zum Zeitpunkt der Geburt auch für das restliche Leben genauso bleiben würden. Also wenn die aktuelle politische, wirtschaftliche oder gesundheitliche Lage ein Leben lang gleich bleiben würde, was natürlich jetzt eher unrealistisch ist. Die Lebenserwartung bei der Geburt ist also nur eine Art Momentaufnahme. Trotzdem ist die Lebenserwartung für Forschende wichtig, um die Entwicklung der Bevölkerung zu messen. Sie gibt Hinweise auf die Lebensstandards oder die gesundheitliche Versorgung einer Bevölkerung. Und die Entwicklung der Lebenserwartung zeigt auch an, wenn sich bei der Sterblichkeit irgendwas verändert, was jetzt nichts mit der Altersstruktur zu tun hat. Also wenn zum Beispiel eine Pandemie reinknallt. Ja, dazu aber später noch mehr. Die Lebenserwartung ist deshalb besonders gut für Vergleiche über verschiedene Zeiträume hinweg geeignet. Die Lebenserwartung in Deutschland hat sich in den letzten 150 Jahren nahezu kontinuierlich erhöht. Zumindest wenn wir externe Einflüsse wie die beiden Weltkriege mal ausklammern. Ja, um zu zeigen, warum, machen wir jetzt mal eine kleine Zeitreise. Ende des 19. Jahrhunderts wurden Mädchen durchschnittlich nur 38,5 und Jungen 35,6 Jahre. Heute, etwa 150 Jahre später, hat sich die Lebenserwartung also mehr als verdoppelt. Ja, und ein wichtiger Grund dafür, es sterben immer weniger Kinder, bevor sie ein Jahr alt werden. Säuglingssterblichkeit nennt man das. Ja, und die hat sich bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts stark verringert. Liegt daran, dass sich Bedingungen wie Ernährung, Hygiene oder Säuglingspflege verbessert haben und es auch Fortschritte in der Medizin gab. Ja, zum Vergleich, um 1870 ist rund jedes vierte Baby im ersten Lebensjahr gestorben. Heute sind es gerade mal 0,3%, also 3 Babys von 1000. Ja, das ist so gering, dass die Statistiken zur Lebenserwartung davon kaum noch beeinflusst werden. Ein weiterer Grund, warum die Lebenserwartung immer weiter steigt: die Älteren werden immer älter. Wie viele Jahre ein älterer Mensch, sagen wir jetzt mal 65, noch zu leben hat, das gibt die sogenannte fernere Lebenserwartung an. Ja, früher waren Krankheiten wie Diphtherie, Tetanus, Tuberkulose und Cholera häufig echte Endgegner. Heute haben wir ja Impfungen und die beseitigen diese Lebensgefahr weitgehend. Insgesamt sind vor allem diese Fortschritte in der Medizin für ein längeres Leben verantwortlich. Dazu haben sich auch allgemein die Hygiene, Ernährung, Wohnsituation sowie Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen verbessert. Falls ihr wissen wollt, wie wahrscheinlich es ist, dass ihr heute noch sterbt, dazu haben wir ein ganzes Video gemacht. Das findet ihr hier hinter dem i. Es gab also über einen langen Zeitraum einen Trend zur steigenden Lebenserwartung, aber seit ungefähr Ende der Nullerjahre hat dieser Trend aufgehört. Die Lebenserwartung stagniert jetzt eher. Könnte unter anderem an außergewöhnlich starken Grippewellen, zum Beispiel im Winter 2013, 14 oder 16 gelegen haben. Und ab März 2020 gab es dann ja auch die Pandemie und da zeigen die Zahlen, die hatte durchaus einen Einfluss auf die Lebenserwartung. Die durchschnittliche Lebenserwartung für Neugeborene aus 2021 liegt bei 83,2 Jahren für Mädchen und 78,2 Jahren für Jungen. Ja, und das Interessante dabei, hier gibt es tatsächlich einen leichten Rückgang. Das heißt, Kinder, die 2021 geboren wurden, haben im statistischen Vergleich eine kürzere Lebenserwartung als diejenigen, die 2019, also noch vor der Pandemie, auf die Welt gekommen sind. Bei Mädchen hat sich die Lebenserwartung um 0,4 Jahre und bei Jungen um 0,6 Jahre verringert.
Ja, auch laut dem Statistischen Bundesamt sind die außergewöhnlich hohen Sterbezahlen während der Corona-Wellen der Hauptgrund für diese Entwicklung. Das deckt sich auch mit den Ergebnissen des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung. Aber Reminder, die Zahlen aus der Periodensterbetafel gelten ja so nur für Neugeborene, wenn wirklich jedes ihrer Lebensjahre von Corona und der damit verbundenen Sterbewahrscheinlichkeit beeinflusst wäre. Ja, und eine Sache fällt bei allen Daten auch noch auf. Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als Männer. Das hat mehrere Gründe. Mehr Alkohol- und Zigarettenkonsum der Männer zum Beispiel, höhere Unfallzahlen oder eine schlampigere Gesundheitsvorsorge. Wenn euch das genauer interessiert, schreibt es uns mal in die Kommentare. Dann machen wir demnächst vielleicht noch ein extra Video dazu. Bei der Anzahl Verstorbener spielen zwei Faktoren zusammen. Wir haben euch ja vorhin schon erzählt, dass der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung steigt. Und deshalb wird auch seit etwa 20 Jahren damit gerechnet, dass auch mehr Menschen in Deutschland sterben. Die gleichzeitig steigende Lebenserwartung hat das aber in vielen Jahren abgefedert. Ja, da die Lebenserwartung in Zeiten der Pandemie aber nicht weiter zugenommen hat, sind dadurch auch die Sterbefallzahlen in dieser Zeit stärker gestiegen, als es durch den Anstieg an älteren Menschen erklärbar war. Im Vergleich zu den Jahren zuvor gab es 2020 und 2021 auch unter Berücksichtigung der Alterung etwa 70.000 bis 100.000 Sterbefälle mehr. Passend dazu wurden beim Robert-Koch-Institut in diesen beiden Jahren auch fast 115.000 Corona-Todesfälle gemeldet. Aber nicht nur in Deutschland, auch weltweit befasst man sich mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Lebenserwartung. Eine internationale, bevölkerungsbezogene Studie über 29 Staaten hinweg hat einen erheblichen Anstieg der Sterblichkeit gefunden. Und zwar so deutlich, wie er seit dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa nicht mehr beobachtet wurde. Frauen aus 15 und Männer aus 10 Ländern haben laut Studie im Jahr 2020 eine niedrigere Lebenserwartung bei der Geburt als im Jahr 2015. Ja, und viele weitere Studien kommen zu ähnlichen Schlussfolgerungen, ganz egal, ob mehrere Staaten, einzelne Länder oder nur bestimmte Bevölkerungsgruppen untersucht wurden. Aber für richtig verlässliche Daten braucht es noch deutlich mehr Langzeitstudien. Ob wir bei der Lebenserwartung vielleicht auch irgendwann mal das Limit erreicht haben, das kann man gerade noch nicht sagen. Dazu liefern weder die genannten Studien noch die Zahlen des Statistischen Bundesamts eine abschließende Antwort. Die Lebenserwartung wird also von vielen Faktoren beeinflusst. Krankheitswellen sind nur einer davon und die wirken sich meist auch nur kurzfristig aus. Andere Faktoren, wie zum Beispiel eine gute medizinische Versorgung oder gesunde Lebensweise, die haben einen langfristigen positiven Effekt. Was ihr euch aber auf jeden Fall merken könnt, der Begriff der Lebenserwartung, der ist gar nicht so eindeutig, wie er klingt. Man könnte es ja so verstehen, dass sie einem jederzeit und super praktisch die verbleibenden Jahre liefert. Ja, ganz so bequem ist es leider nicht. Richtig ist eher, dass sich per rechnerischer Lebenserwartung Aussagen darüber treffen lassen, wie alt eine Person erwartbar werden könnte, wenn sich an den Verhältnissen zur Geburt im Laufe des Lebens nichts ändert. Ja, viel hätte, wäre, könnte, aber klar ist, dass es sich dabei ja auch nur um Durchschnittswerte handelt. Individuell kann das Ganze immer noch mal ganz anders aussehen, je nachdem, in welchen Verhältnissen ihr lebt, was für einen Beruf ihr habt oder wie gesund ihr generell seid. So, und jetzt werden wir noch mal ganz konkret bei eurer Lebenserwartung. Wir schätzen mal, du bist als zweifelsfrei Zuschauer oder Zuschauerin so um die Mitte 20, ne? Als Frau hast du damit laut Prognose noch durchschnittlich 58,8 Jahre zu leben, als Mann 54,1. Am Anfang habe ich euch ja mit einem Downer begrüßt, dass wir alle sterben werden. Gute Nachricht ist aber, wir haben noch reichlich Zeit zu leben und können die noch sinnvoll gestalten. So, das war's auch schon wieder mit unserem neuen Video hier bei Zweifelsfrei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt noch Bock habt, mehr Videos zu schauen, hier gibt's eine Empfehlung von uns zu einem Video aus dem Funknetzwerk und unser Video von letzter Woche, das findet ihr hier. Schaut da gerne mal rein. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zweifelsfrei.